Also, wir sind über Switzerland. Hat Hammond Orgel gespielt, Dominik Blum. Neue Musik, die so riesig ist. Und spielt Marino Priakas. Und ich spiele und mein Name ist Lukas Nickli und ich spiele Schlagzeug. Also wir sind die Bands, die wir in Switzerland gibt, seit 20 Jahren. Oder bald 20 Jahre. Kontrabass. Ganz am Anfang haben wir so akustisch. Harmonium. Stimmt, also von Anfang an haben wir komponiert, die Musik gespielt. Wir sind dann eigentlich auf dieser Hemmbesetzung. Das Ziel war, Rockmusik zu spielen mit komplexen, notierten Strukturen. Wir und ich gerne in der Emerson Lake und Palmrigg. Also, wie kann man neue Musik spielen mit der Energie vom Rock? Das ist eigentlich das Ziel. Mit der Energie vom Rock, ja. Hammond Orgel, Bass, Schlagzeug, das ist eine klassische Besetzung, die eigentlich sehr aufgeladen ist in der Musikgeschichte. Und darum jetzt in dieser Musik... Eigentlich kann man sich an ein neues Ziel führen. Improvisiert, aber so idiomatische Module drin setzen. Ja, also ich finde, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Als Weltbürger. Es gibt keine Wir haben zwar den Namen Switzerland in unserem Bandnamen. Das hat aber überhaupt nichts zu tun mit der Identität als Schweizer Musiker. Das Stichwort Switzerland heisst darum, Adolf Wölfli ist unser Bandheiliger. Und den Namen haben wir von einem Bild von ihm. Das ist unsere Referenz an die Schweiz. Aber eigentlich stilistisch oder vom kulturellen Hintergrund spielt das überhaupt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Es ist natürlich sehr schön. Wir sind inspiriert von verschiedensten Seiten. Wir haben einmal vor Jahren so ein selbstironisch den Begriff von Avant-Core geprägt, aber es ist lange her. Also, ein bisschen sprachlos. Ein Stil, eigentlich schon einen eigenen Stil kreieren. Also, das, was wir machen, soll ein eigener Stil sein. Und der ist aus deinem Modul. Von Anfang an haben wir Free Jazz, Noise, Metal, wir haben Improvisation. Also, wir haben unsere Improvisation. Das ist ein Stichwort, das ich kann unterschreiben. Wir haben einen eigenen Stil. Finde ich auch einen eigenen Stil. Eine eigene Textur in die Improvisation hineinzustellen. Einzigartig. Das ist eigentlich bis heute so. Etwas machen, was sonst niemand macht. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Nein, mich auch nicht. Das ist ein Krüsemüsi, das macht ja keinen Sinn. Ja, macht keinen Sinn. Also Norbert Mösland findet euch schon einen grossen Geist, im Geist verwandt mit unserer Musik. Es ist aber so, dass und wir die Reihe, mit ihr habe ich auch gespielt. Das wäre jetzt Musik für mich unterwegs. Interessante machen wir uns wieder diese Gedanken. Und mit anderen Spielen habe ich auch schon gespielt zusammen. Wir haben das immer wieder gemacht. Aber das Trio Steamboat Switzerland ist nicht das Ding, das für sich sehr hermetisch. Nicht hermetisch, aber es ist möglichst irgendwie verschiedenste Richtungen. Es gibt ja verschiedene Extended-Ensemble, wir immer wieder Kompositionen machen, mit gerne einem ist der Auftrag, dass er für uns plus eine variable Besetzung kann Komposition spielen. 4, 5, 6 Leute. Und wir haben jetzt mittlerweile 3, 4 Stücke so gespielt. Und die letzte Sache war Mark Kirchenmann mit 8 Bläsern. Dann kann man Wertmüller, Drum kann man benennen. Der Felix Profos. Sam Hayden. Ja, es gibt ein paar Komponisten. Wo. Ja, aber wir suchen die uns sehr, sehr sorgfältig aus. Also wir sind nicht ein Ensemble, das einfach mit den Leuten zusammenspielt, wie es gerade angesagt ist, oder von dem Komponisten ein Stück bestellt. Wir machen das einfach. Wir funktionieren total autark. Also wir spielen am liebsten in allen Orten. Für uns spielt das ja keine Rolle. Wir spielen im Kasseweiler Luzern und in einem besetzten Haus in Genf. Aber insgesamt spielen wir im Gabel noch. Wie du schon gesagt hast, die Rotfabrik ist lange Zeit kein Thema mehr. Oder in Deutschland, aber die Schweiz ist nicht. Für uns ist jede Bühne, die offene Ohren im Publikum sitzt, interessant. Wir sind wahrscheinlich die Band, die am meisten verschiedene Orte gespielt haben. Es gibt im Overground.
ist hoch subventioniert, wir spielen im Underground, in besetzten Häusern, gratis für eine Kiste Bier. Also es gibt eine Sache, die in Salzburg läuft. Also ja, im Moment sind wir eigentlich da unser neuestes Album, das Zeitschrei-Album, ja, genau, also wieder zu spielen. Das haben noch nicht genug Leute gehört live. Genau. Das ist etwas, was in der Schweiz kaum gehört worden ist. Das ist eine Auftragskomposition vom KKL Luzern, vom Schönfestival. Es ist nicht mehr so einfach, so Tourneen zusammenzubringen. Wir haben viele neue Musikkontexte gespielt. Die neue Musikkontexte lädt uns regelmäßig ein. Aber im Ensemble-Stück müssen wir in Zürich gerade uns eigentlich selber veranstalten. Da würde uns eigentlich niemand veranstalten, das ist schade, aber wir schenken uns selber wieder ein Konzert. Da spiele ich Klavinett, das ist dann wirklich voll Rock'n'Roll, Klavinett, Gitarre, Batterie. Das können wir auch machen, da können wir einfach mal schauen, was rausläuft. Dann haben wir eine Oper gemacht, eine Kameraoper mit dem Michael Wertmüller, jetzt gerade im Märzmusik. Ich spiele manchmal auch auf der russischen Gitarre, mit dem Klavier. Ich habe schon nur Galaxy-Synthesizer gemacht. Das kann völlig akustisch. Ich freue mich sehr, im September spielen wir das Konzert mit dem Domi, wo er Klavier nicht spielt. Es ist kräftige, schnelle, gescheite, modulare Musik. Es hat mal jemand gesagt, es hat ein gescheites Orchester. Unsere Version von neuer Musik. Ich würde auch sagen, das ist... Mit unserem Rucksack, den jeder mitbringt. Wir haben da die gerne Band. Also wenn der Lukas aussteigt, wenn Marina aussteigt, wenn ich aussteige, dann gibt es die Band nicht mehr. Es gibt sie nur mit uns drehen. Und sie ist gemacht aus uns drehen, aus dem Erfahrungshintergrund von uns drehen. Es kann auch riesig sein, es kann auch akustisch sein. Das ist schon dynamisch. Nein. Nein.